Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Aukro Kornfeld und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben den Drescher jetzt mal in Position gebracht und wir werden jetzt mal anfangen, hier die Hartweizen, Sommergerste, wie auch immer, oder Hartweizen, Weizen, Sommergerste, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal anfangen hier zu ernten. Ich habe mir mal noch die Precision Farming Daten mal noch gezogen. Und ja, wir gucken jetzt mal. Wir werden direkt mit Strohablage machen. Jetzt senken wir mal. Und dann geht's los. Ah. Weil wichtig für uns ist ja, doch, ist Hartweizen. Wichtig für uns ist ja auf jeden Fall das Stroh, ne? Dass wir auf jeden Fall das Stroh daraus gewinnen. Und ja, den Hartweizen an sich, den können wir ja nicht, sag ich mal, in der Produktion weiterverarbeiten. Mal noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das noch ändern wird oder ob sich das ändern wird. Macht aber auch in dem Sinne jetzt nicht gerade in irgendeiner Weise einen großen Unterschied. Ich würde prinzipiell sowieso dann sagen, gerade bei Hartweizen oder Weizen an sich, ich sag mal, auch für euch, wenn sowas jetzt in dem Falle ist oder wäre, ihr könnt zum Beispiel hergehen und sagen, so, keine Ahnung, wenn das jetzt in einem Weizenfeld wäre oder ihr baut da Weizen an, steht es euch frei. Entweder ihr verarbeitet das weiter, ja, zu Mehl oder zu Brot, wie auch immer, oder ihr verkauft es auch dann direkt. Ja, weil, wir sagen das jetzt einfach mal so, wie es ist, Weizen ist Weizen, ja, ob ihr es jetzt direkt verkauft, oder in dem Sinne. Das hier ist aber. Hier müssen wir aber noch ein bisschen. Bisschen formen hier, das Ganze. Das ist. Naja. Nee, aber wie gesagt, also. Ich denke mal, das wird so sein, dass ich dann hinter dir auf jeden Fall verkaufen werde. Wichtig für mich ist ja im Endeffekt auch das Stroh, weil ich Stroh ja auch benötige für die Kühe, die mir dann irgendwann mal haben. Und wie gesagt, Silage werden wir auf jeden Fall so machen, dass wir da uns mal in den Mais begeben. Und da werde ich dann auf jeden Fall Hilfe benötigen, das auf jeden Fall, und da wird auch auf jeden Fall einer noch dazustoßen, der erste in diesem Projekt, der dann mit dazukommt und mich hier mal tatkräftig dabei unterstützt. Aber da warten wir auf jeden Fall noch auf die neue Map-Version und dann, das ist dann Final sozusagen und dann gucken wir mal weiter. So, ich will mal gucken, ob ich das hier in einer gewissen Weise so hinkriege, dass wir zumindest mal ein-, zweimal rumfahren. Naja, vom Ertrag wird das hier nicht viel sein, was wir hier rauskriegen. Ist sehr, sehr schwierig, weil das ist hier alles, ja, so gut wie gar nichts, ne? Ich glaube, das, was hier angesät worden ist, das kriegen wir auch so wieder raus, weil alles andere, ja, schmeißt der Dreck wieder als Stroh irgendwie raus, so hat er den Anschein auf jeden Fall. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja wirklich nicht so schlimm. Dennoch werden wir es jetzt so machen, dass wir eine Bahn mal hier ziehen werden und mal versuchen werden, ob das vielleicht nicht der Standardhelfer hier machen kann. Ich habe jetzt auch kein Cosplay generiert, deshalb wäre es ja
gar nicht mal so verkehrt, wenn wir ja, die Bahn hier nehmen würden. Dann könnten wir den nämlich losschicken und könnten dann schon mal kriegen wir dorthin. Weiß ich nicht. Wir versuchen jetzt mal irgendwie gerade bis da hinten hin so durchzufahren. Und dann mal den Standardhelfer zu aktivieren. In der Hoffnung, dass er diese Bahn nimmt. Deshalb bin ich immer so ein Freund, der vielleicht ein- oder zweimal außen rum mäht. Weil ich schon mal in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt habe, man konnte machen, was man wollte. Und dann hat der Standardhelfer doch nicht funktioniert. Aber nur, weil man nicht ordentlich vorgearbeitet hat. Weil dann der Standardhelfer sich doch hier und da an gewissen Punkten ja, sozusagen nochmal gestört hat und ging dann nicht, ne? So, und wie ihr seht, habe ich auch hier noch einen Mod drauf, der nimmt dann wieder das Stroh auf, was hier liegt, und zwar achte auf dein Stroh. Fand ich ganz interessant, weil ich mir dachte, ah, das nimmt er, oder? Nimmt er die Bahn? Ja. Das ist doch super. Ja. Sehr gut. Fand ich halt echt interessant. Weil im echten Leben ist es ja auch so, dass wenn du mit einem Drescher nochmal durch so eine Strohschwad fährst, der nimmt die ja dann auch nochmal auf. Ne? Die ist ja dann auch weg. So, hier, der ist ein bisschen auf Abwägen. Aber ist nicht schlimm. Und jetzt wird das auch wieder passieren, dass er die Strohschwad mitnimmt, ne, wenn ihr jetzt mal guckt. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Er wird auf jeden Fall jetzt so durchziehen bis da hinten hin. Ja. Und dann setzt er nochmal neu die nächste Bahn an und dann haben wir ja alles. Sehr gut. Ganz genau so wollte ich das. Sehr gut. So, und jetzt tappen wir durch in den IAC, weil das ist ja sozusagen mein kleines Schätzchen, was ich gerne halt hier mit auf dem Projekt haben wollte, was ich ja auch schon im letzten Projekt mit hatte. Und wer mich kennt, ich bin ja ein Case-IAC-Fan und deshalb passt der auf jeden Fall für mich mit hier drauf. Jetzt haben wir natürlich noch unsere alte Karre hier. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht, aber alles nach und nach. Wir werden natürlich uns noch ein bisschen was modernisieren, was Gerätschaften und so angeht. Aber alles nach und nach. Wir haben, wie gesagt, wir haben keinen Stress hier. Ne? Also das soll ja auch so ein bisschen ganz easy vonstatten gehen, hier das ganze Projekt. Und eins nach dem anderen. Können aber gerade auch mal gucken, wo der Hartweizen liegt preislich und wo wir den verkaufen können. Oh! 1200 ging bis 1700 hoch. Ist nicht schlecht. Aber wo war das nochmal? Bei Agrari. Was? Agrarsius. Wo ist das denn? Agrarsius. Was soll das denn sein? Ach, hier hinten. Ah, okay. Da heißt, wir müssten dann wieder zurück hier durch und dann von hinten verkaufen. Ja, können wir ja mal gucken. So, dann tanken wir den jetzt mal ab.
Wird natürlich nicht viel sein, was da drin ist, aber ich weiß auch gerade nicht, wie viel natürlich in die Karre hier reingeht. Und wir warten mal ab. Na gut, kommt nicht viel bei rum, ne? Nee, da kommt wirklich nicht viel bei rum hier bei der Aktion. Was lernen wir da draus? Wir müssen das Feld ordentlich bewirtschaften. Erst dann können wir dann auch maximale Gewinne einfahren, ne? So. Dann stellen wir den mal hier hin. Genau. So, und wir können auch mal überlegen, was wir an Mittel, also große Traktoren, finde ich eher, ja, könnten wir mal überlegen, ob wir das machen, müssen aber nicht. Ich bin am Überlegen, mittelgroße Traktoren, was sollen wir uns da mal kaufen? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmarke ist und was ihr gerne mal hier als der mittelgroße Traktor in dem Projekt sehen würdet. Ne? Also wir hätten hier zum Beispiel hier einen Fendt 800 Favorit, 900 Favorit, dann die ganzen Standard-Traktoren aus dem Spiel. Dann hätten wir noch als Mod den Steyr. Terus CVT Generation 2 und dann hätten wir noch den 6R John Deere Series Generation 2, extra großer Rahmen. Ja, die hätten wir jetzt so zur Verfügung im Bereich mittelgroße Traktoren. Großtraktoren hätten wir zum Beispiel auch noch die Standardauswahl von, da habe ich gar keine Mods in irgendeiner Weise von Großtraktoren drauf, ne? Ja, könnt ihr mir gerne mal Tipps, Tricks geben. Oder wir hätten auch noch zum Beispiel hier einen Unimog, den U1200, U1400 oder U1600. Könnten wir natürlich auch uns noch gönnen. Ne? Macht euch da mal Gedanken. Lasst mich das gerne mal wissen. Und vielleicht kaufen wir dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn auch die neue Karte da ist, auch noch einen neuen Trecker. Und wir müssen dann auch mal sehen, ja, dass wir auf jeden Fall hier das ganze Stroh mal vom Feld runterkriegen, ne? Wir können das natürlich auch bewirtschaften, hier das Feld. Wir haben da zwar gepachtet, aber vielleicht fangen wir dann auch mal hier an mit der ganzen Feldarbeit. Wie gesagt, lasst das Stadt mal so durch den Kopf gehen. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier das mal noch fertig bekommen. Und was hat er vor? Achso. Lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung, Ansichten in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, lasst noch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht. Und ich sage danke für das Einschalten. Macht's gut, bis dann. Tschüss.